Zombie-Gegner finde ich schon viel interessanter als komische Feen. Kommt, steht auf. Zeit zu spielen. Nee, nee, kommt her. Brennen. Ihr müsst brennen. Feuer frei. Na, 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 na. Du noch? Und blub. So, nochmal hier und drüben nochmal. Ey, was soll denn das? Ich bin doch hier gerade bei... Oh, du hast noch kein Feuer bekommen. Doch, hat's bloß nicht angezeigt. Ach lol, da kommen gleich neue. Ist das nicht putzig? Ah, ich hab keinen Mana mehr. Naja, dann gehen wir halt einfach da durch. Oh, die haben gegen normale Waffen Widerstand. Toll. Macht trotzdem noch genügend Schaden. Hey, hier hätte ich vielleicht die grünen Schuhe. Die passen zu meinem Set. Hosen meine ich. Schauen wir mal. Hose? Nein. Oh, die könnte ich ja gar nicht tragen. Ich habe auch noch keine Handschuhe, die zum Set gehören. Also, was heißt Set zu dieser komischen, lustigen, grünen Farbe? Notversorgungsschlüssel. Danke. Dort hinten ist eine Kiste. Vielleicht gehört die dazu. Oh nein, schade. Ist auch okay. Rüstung des Elixiers. Oh, ich muss Zeug loswerden. Kriege ich dadurch Platz im Inventar? Das finde ich beschissen, dass ich das Zeug nicht wegmachen kann. Kriege ich dadurch Platz im Inventar? Inventar? Nein. Wie kriege ich jetzt Platz? Kann ich Zeug wegwerfen? Oh, die war eigentlich auch giftresistent. Nein, die braucht kein Mensch. Aber der Plunder, wie kriege ich den Plunder? Ach, ich muss da einen Plunder wahrscheinlich... Ja, jetzt kann ich es zerstören. 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 Okay, so muss ich Platz schaffen. Natürlich lästig. Was haben wir denn für... Gut, das so weißes Zeug kann ich mit Sicherheit sofort zerstören. Das bringt nicht viel. Sortieren wir mal, auch wenn... Oh. Auch wenn... Ich will das zerstören, das Haus der Balladenzeugs. Warte mal. Auch wenn weißes Zeug im Moment mein Equipment größtenteils ist. Geld bringt es beim Händler keins. Plunder. Gibt's da irgendwie... Alles zerstören. Ja, sehr schön. Danke. Haben wir wieder 10 Platz. Müsste reichen, bis wir zum nächsten Händler kommen. Ich möchte Zombies. Zombies. Warum heile ich mich? Warum mein Mana ist noch nicht voll? Notvorräte, reif überzogene Drüche.
Oh, ihr seid keine Zombies. Aber brennen könnt ihr trotzdem. Den da. Genau. Finde ich witzig, der will mich gerade angreifen und kriegt einen Schock fürs Leben. Brauche ich nicht Abrechnungsmodus. Immer dieser Hinweis. Ja, ich weiß, ich bin voll, aber... Gegen was sollte ich sie einsetzen? Hm. Nochmal neue Handschuhe. Handschuhe und Hosen könnte ich neu gebrauchen. Na, aber solche nicht. Danke. Ein bisschen Gold tut immer gut. Kann man immer gebrauchen. Weiter geht's. Mal speichern. Das sieht hier schon recht interessant aus. Interessant, auf jeden Fall. Aber hier ist doch jemand. War ich wirklich so lange hier unten? Ist mein Wahnsinn schon so weit fortgeschritten, dass ich die Gesichter der Verdammten vor mir sehe? Oder seid ihr es wirklich? Ihr seid es! Bei den Büchern! Kommt näher. Lasst mich euch ansehen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich zuletzt ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Was ist hier los? Warum ist damit so viel Untoten hier unten? Wirklich, euer Erwachen hat mir in vielerlei Hinsicht nichts als Leid gebracht. Aber das ist nicht eure Schuld. Sie liegt allein bei mir. Moment, habt ihr dieses Geräusch gehört? Es könnten die Söhne von Lars sein, aber auch jemand anderes. Wow. Jutsch verteidigen. Na, toll. Lol. Zeit zu bluten. Ach, was soll's. Nix hier Zeit zum Bluten. Zeit zum Sterben. Tausender Crit. Aber geil. Lasst den Kleinen in Ruhe. Okay, beenden wir das. Stirb! Oh. Ich werde es genießen. Zeit zu bluten. Abwarten. Nehmt dich! Ach, der kann sich ja gut wehren, also. Abrechnungsmodus war gar nicht mehr so nötig. Erst Tuata und dann auch noch Atmen. Als wir uns das letzte Mal unterhielten, haben die Tuata mein Labor vernichtet. Jetzt sind es Attentäter. Wo ich auch hingehe, folgt mir die Zerstörung. Ich bin das alles so leid, mein Freund. Alles, was ich je wollte, war, die Geheimnisse des Todes zu entschlüsseln und ein wenig Licht in die Schatten zu bringen. Das hier wollte ich nie. Ich danke euch. Nicht nur für euren Schutz, sondern vor allem dafür, dass ihr das einzig Gute seid, was diese Katastrophe hervorgebracht hat. Ich habe nur wenige Freunde, aber es freut mich, euch zu ihnen zählen zu können. Jo. Ja, der Typ sucht euch. Ihr müsst euch irren. Ich habe seit meiner Flucht das alles da versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, aber er hat nie geantwortet. Bis heute. Octien. Aber natürlich. Wenn sämtliche Fakten berücksichtigt wurden, wird sich die Wahrheit offenbaren. Ich bin so ein Narr. Octien hat euch auf die Suche nach mir geschickt, um uns beide töten zu lassen. Diese Attentäter sind der Beweis dafür. Der Seelenquell ist sein Projekt. Und sobald er funktionierte, brauchte er mich nicht mehr.
Nicht, wenn er den Quell in Alistar mit Ventrinios Hilfe retten konnte. Hm. Okay, wisst ihr einen Weg dorthin? Nein, ich nicht. Aber Ventrinios alte Aufzeichnungen deuten an, dass er einen Weg nach Alabastra kennen könnte. Ich frage mich, ob ihr Ventrinio möglicherweise schon einmal begegnet seid. Das wäre eine Erklärung. Ihr wart auf seinen Quell eingestimmt, wurdet aber in meinem wiederbelebt. Bedauerlicherweise ist Templer Octien unsere einzige Möglichkeit, Ventrinio ausfindig zu machen. Und jetzt, wo wir von seinem Verrat wissen, wird es nicht leicht werden, diese Information von ihm zu erhalten. Ein Templer. Ja, ich zwinge ihn zu reden. Octien ist ein mächtiger Zauberer, der über gewaltigen Einfluss verfügt. Wenn ihr ihn offen angreift, würde euch das jegliche Glaubwürdigkeit kosten. Wir müssen uns auf sein Spiel einlassen. Die einzigen, die in Adessa mit Octien fertig werden könnten, sind andere Templer. Und zum Glück gibt es eine von ihnen, die uns vielleicht helfen wird. Ihr Name ist Templerin Joriel und sie ist für ihre Weisheit und ihre Charakterstärke berühmt. Sie und Octien sind in politischen Fragen nur selten einer Meinung. Okay. Wie können Sie uns helfen? Wenn es Joriel gelingt, Octien für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, erhalten wir Zugang zu seinen Informationen. Und dazu zählt auch der Standort von Ventrinios Labor. Wenn ihr das Mysterium eures Todes enthüllen wollt, werdet ihr Ventrinio brauchen. Er ist der Schlüssel nach Alabastra. Sucht Templerin Joriel in Adessa auf. Wir haben zwar nicht besonders viele Beweise, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass sie uns helfen wird. Okay. Das hört sich nach einem Plan an. Hey, Assassin, habt ihr wenigstens was dagelassen? Ist ja nicht sehr viel hier. Kann ich da rein? Nein. Quest gemeistert. Oh, gute Terrakanisten. Ein gelber Gegenstand. Nicht so gut wie meine. Sonst noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Da sind ein paar Gegner. Das wird schmerzen. Noch mehr Attentäter. Zeit zu bluten. Ach, Bogenschützen. So lästig. Wow. Wirft er nochmal hier seinen Bogen auf mich drauf? Ah ja. Diese Attentäter, selbst im Tod, bekämpfen sie mich. Ach ja, ganz am Ende. Adessa, das. Alabastra. Muss ich da vielleicht doch noch nicht hin? Das ist ungewöhnlich. Wir sind nämlich schon da, theoretisch. Könnte ich doch da schon hin nach Alabastra? Gibt's vielleicht führen einfach zwei Wege dorthin, dass die mich irgendwie auch dorthin bringen können, oder ich kämpfe mich da durch. Ach, ich muss das mal recherchieren. Ich glaube, deswegen mache ich hier auch jetzt eine Pause, bevor ich da weitermache. Und schau erstmal nach. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.